Der Plan. Bums. Martja, Adri und Wim sitzen alle drei senkrecht im Bett. Ein Bums gegen den Wohnwagen. Sie kennen das Geräusch. Dann lehnt jemand sein Fahrrad gegen den Wohnwagen. Und dieser jemand ist wahrscheinlich Margareta, die Frau, die Sie gestern kennengelernt haben. Und wenn sie es ist, ist Adris Onkel vielleicht auch dabei. »Soll ich mal gucken?«, fragt Wim. »Ich guck schon«, Martje krabbelt aus dem Bett und macht die Tür auf. »Guten Morgen, ist der Onkel auch da?« »Luis, bist du auch da?«, fragt die Frau und lacht. Der Onkel steht hinter ihr und bastelt am Fahrrad herum. »Wir haben Frühstück mitgebracht«, erzählt die Frau. Sie hält einen Korb hoch. »Adri, Wim, wir sollen essen«, sagt Martje zu den Betten hinter sich. »Dazu haben wir überhaupt keine Zeit«, erklärt Adri. Wim und Adri stehen auch auf. Margareta und der Onkel haben sich an einen alten Tisch gesetzt, der unter einem Baum steht. Margareta nimmt eine Flasche Milch aus dem Korb. Der Onkel macht den Deckel ab, setzt die Flasche an den Mund und trinkt mit großen Schlucken. »Halt!«, ruft Martje. Aber es ist schon zu spät. Die Flasche ist leer. Margareta muss laut lachen. »Das habe ich mir schon gedacht. Das ist typisch Luis. Und deshalb habe ich noch eine Flasche mitgebracht.« Sie stellt wieder eine Flasche Milch auf den Tisch, so weit wie möglich vom Onkel weg. »Und das hier sind Speckbrötchen. Die backe ich immer selbst. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, erzähle ich es euch. Und du bleibst mit deinen Fingern von den Brötchen, Luis, bis die Kinder genug haben.« »Na gut, eins.« Adri hat ein paar Holzblöcke aufeinander gestapelt und sich ganz dicht neben seinen Onkel gesetzt. Wim bleibt stehen. Auf der anderen Seite vom Onkel. Martje setzt sich neben Margareta auf die Bank. »Ich habe jetzt keine Zeit zu lernen, wie man Speckbrötchen backt, denn wir brauchen den Onkel für was Wichtiges. Wir müssen ihn etwas fragen.« Der Onkel kaut auf einem Speckbrötchen. »Funktioniert dein Kran?«, fragt Adri. »Nein, das heißt ja, er funktioniert schon, der Motor ist nur kaputt. Ich muss einen anderen Motor einbauen, aber sonst ist er in Ordnung. Was willst du denn damit?« »Lass es mich mal erklären«, sagt Wim. »Wir haben gedacht, dass der Kran am Ufer stehen könnte und dass sein Arm dann über den Kanal rausragt. Dann können wir über den Kanal fliegen, hin und zurück, an einem Seil.« »Guck, ich habe es hier aufgezeichnet«, sagt Adri. Der Onkel nimmt die Zeichnung, legt sie vor sich auf den Tisch und sieht sie sich lange schweigend an. Martje, Wim und Adri sind mucksmäuschenstill. Was wird der Onkel dazu sagen? »Ihr müsst essen, Kinder«, sagt Margareta. Martje legt ihre Hand auf Margaretas Arm und flüstert: »Still, der Onkel denkt nach.« »Oh ja, natürlich, dann muss man still sein«, Margareta nickt. »Denn wenn man nicht still ist, wird nichts draus. Das geht mir selbst auch immer so, wenn...« »Ja«, sagt der Onkel endlich, »ja, das geht, das passt genau, das machen wir, das ist großartig.« »Aber der Motor«, erinnert ihn Wim. »Es geht auch ohne Motor«, antwortet der Onkel. »Ich nehme den kaputten Motor einfach raus und ziehe den Kran mit meinem Auto bis zum Kanal. Dann musst du an einem Rad drehen, um den Ausleger in die richtige Lage zu bringen.« »Den Ausleger?« »Ja, das ist der Arm, mit dem der Kran die Lasten hochhebt.« »Halt!«, ruft Martje. Keiner hatte aufgepasst, und sie sieht auf einmal, dass nur noch zwei Speckbrötchen übrig sind. Der Onkel steht kauend vom Tisch auf und stapft Richtung Kran davon. Margareta teilt die zwei Speckbrötchen in vier Stücke.